Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Das ist Nein, Nein. Das ist kein Plan. Und irgendwo ist auch Mathilde. Ja. So, ja, was machen wir heute? Also, ich will unbedingt Goldader Steinhasen. Ja, ich weiß. Das bedeutet Folgendes. Erstmal... Masterplan! Wir können uns erstens überlegen, wollen wir die Goldader Steinhasen versuchen, unseren bereits vorhandenen Tierfecht zu groß zu ziehen? Oder wollen wir das in einem separaten machen? Das ist die erste Frage. Also in dem Ding, was hier unten schon steht, oder was? Genau. Oder bauen wir da noch einen hin? Das... Ach, die müssen dann in diesem Ding leben, oder was? Genau, die bleiben dann da. Und kacken statt Mist. Wie viel willst du ungefähr haben? Erstmal bin ich froh, wenn wir eine haben. Weil wir haben nur 5 Begleiter Platz. Also wenn wir sagen, wenn wir viel Gold regelmäßig brauchen, sollten wir da schon 5 reinballern. Okay. Oder 4, dann haben wir einmal einen Platz frei für ein Tier, was wir gerne. Hier zum Beispiel diesen Mammut. Okay. Also erstmal ganz kurz, das ist erstmal das, ne? Also wollen wir die in dem Pferch haben und den anderen. Das andere ist, um Steinnasen überhaupt groß ziehen zu können, müssen wir Eier von denen kaufen. Ein Ei kostet 10 Goldstücke. Und für den Goldstaub, wir haben ja aus dem tollen Jabal-Sack-Tempel da, oder wie der auch immer heißt. Ja, der Sack-Tempel. Genau, da haben wir ja die Schattenblüten herbekommen, die habe ich ja zu den Pflanzen gelegt. Und damit können wir dann schattengewürzten Goldstaub machen. Und der schattengewürzte Goldstaub, dafür brauchen wir allerdings auch wieder 40 Goldstaub. Mit anderen Worten, wir brauchen auf jeden Fall Gold. Das heißt, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir oder ich in dieser Runde erstmal Gold tauchen gehen. Du könntest dir überlegen, ob du mitkommst oder ob du den zweiten Pferch bauen möchtest. Und wenn ich dann sowieso schon im Dschungel bin, um Gold zu holen, würde ich dann auch nochmal da bei den Bestienmeistern kurz vorbeischauen, um dir eine Atemmaske zu holen. Brauchen wir so ein zweites Ding? Das ist die Frage. Du kannst auch gerne mitkommen. Ich meine, es gibt ja auch hier Menschen, die haben irgendwie 20 Goldbarren bei sich in ihrer Privattruhe liegen, aus denen wir irgendwie 80 Goldmünzen herstellen könnten, aber wer zählt denn Peanuts? Ich habe nur 16 Goldbarren. Und wie viel Goldmünzen? 21. Und ein bisschen Goldstaub. Habe immer so nebenbei gesammelt. Mein Schatz. Ja, und ich stecke meinen Schatz die ganze Zeit in hier alchemistisches Pulver. Du hast dich da schon ein, zwei Mal an mein Gold bedient. Nein, das würde ich nie tun. Naja. Also wenn ich echte Goldbarren hätte und du dich daran bedient hättest, würde ich dir einen Goldbarren direkt in den Schädel einschlagen. Wenn wir echte Goldbarren hätten, aus denen ich echtes alchemistisches Pulver herstellen könnte, aus denen ich einen echten Teleport herstellen könnte... Dem würde ich dir das Gold geben. Überlegt man nie wieder Fahrtkosten. Nie wieder Bahn fahren. Einfach hin teleportieren. Na scheiße, man muss halt zurück. Braucht man ja 2. Verdammt. Ja, aber wenn da, wo du hinbeamst, oder zumindest da in der Nähe ein Obelisk ist? Ja. Ich stelle mir das gerade vor. Industriegelände. Alle Leute gehen arbeiten. Büroleute, Ingenieure. Und was weiß ich nicht alles. Bandarbeiter. Und da in der Mitte, neben der Kantine und neben der Raucherzone, steht ein Obelisk, verdammte Scheiße. Genau da. Das sind jedes Mal, wenn ich da nach Hause gehe, 15 Minuten, weil meine Halle da hinten ist. Ganz weit weg. Ich kann es mir vorstellen, ja. Dafür würde ich meine Goldbarren auch opfern. Na siehst du. Und dafür habe ich auch die Goldbarren genommen. Also reichen die Goldbarren, die wir jetzt hier haben, nicht? Darauf würde ich hinaus. Sie würden erstmal reichen. Also das Ding ist, wenn man Steinnasen
oder Kieselnasen, so heißen die kleinen Viecher davon. Kieselnasen? Ja, Kieselnasen. Nee, ich hab Piesel. Piesel. Nein, Kiesel. Erstein. Ja, aber ich hab Piesel verstanden. Das liegt am Headset. Entschuldigung. Also, wenn man eine Kieselnase, eine Standard-Kieselnase, mit Goldstaub füttert, hat man eine 20%ige Chance, eine Goldadersteinnase zu bekommen. Also wenn du 5 Steinnaseneier da rein, 5 reinpackst, kriegst du eine raus. Das heißt, ja. So, mit dem schattengewürzten Goldstaub. Das heißt, wir brauchen schon mal 20. Mit dem schattengewürzten Goldstaub erhöht sich die Chance auf 26%. Das heißt, eine von 4 Steinnasen müsste theoretisch eine Goldnase werden. Das heißt, wir bräuchten, nur um eine realistische Chance zu haben, müssten wir schon mal 4 Eier kaufen. Das sind allein schon mal 40 Goldmünzen. Und dann brauchen wir nochmal pro Viech 40 mal Goldstaub. Nochmal ganz kurz, um vom Gold wegzukommen. Die müssen wir alle parallel nebenbei ausbrüten. Auch die, die nix werden. Wir können die auch nacheinander ausbrüten. Nein, ich meine, du weißt nicht vorher, ob da was rauskommt oder nicht. Du musst es ausbrüten. Ja, ja, komm, ich baue einen zweiten Pferch. Okay, das dauert mir sonst zu lange. Okay, dann gehe ich tauchen. Dann warte mal, eine modische Entscheidung. Ach, wie lange Scheiße, ich baue, ist ja eigentlich Wumpe. Kann ja 20 Folgen dauern. Soll das hier auf dieser Höhe, dann ziehe ich ja einfach Steine hoch, so ganz hässlich. Oder wollen wir hier die Mauer oder die andere Frontmauer einfach erweitern und dann bauen wir hier so nebenbei das noch an? Ich überlasse die Entscheidung ganz dir, mein Liebster. Ach, immer diese scheiß Antworten. Aber gut, ich kann damit leben. Ja, ich baue das hier irgendwo ran. Scheiß da rund drauf. Brauch Steine. Hast du dich da auch und da in meiner Spardose bedient? Nein, aber in meiner Spardose ist da noch eine ganze Menge. Ach, meine Steine habe ich ja schon fast alle verschenkt. Ich hatte mal so 2. Guck mal in meine Spardose. Da sehe ich ein Herd. Ja, der sollte ja eigentlich mal in die Dschungelbasis wandern. Ah, ich sehe auch noch eine Werkbank des Schmiedes. Und ein Ziegel. Ah, doch, hier auch 400. Ah, da ist ein Stein. Dann haben wir schon mal Steinchen. Das ist schon mal schön. Ich überlege das nur, wie ich das jetzt gut in die Mauer integrieren kann. Du machst das schon. Oh, ich baue da schon irgendwas hin. Wir werden hier eh nie angegriffen. Weil wir so inkompetent sind und das mit der Säuberungsanzeige nicht hinkriegen. Ach, Säuberung, Schmäuberung. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ach, dann brauchen wir auch keine Mauer oder so. Aber ich will jetzt nur eine Mauer bauen. Was ist denn dieser Scheiß? Ich überlege gerade, das habe ich doch gelernt. Wie hieß das Zeug nochmal? Tierpferch oder so? Tierpferch oder so. Aber ich wollte erstmal wissen, was ich dafür brauche. Ich finde alles, aber das Ding nicht. Ich glaube, ich habe das sogar unten aufgestellt. Ich muss das doch bauen können. Ja, aber vielleicht nicht. Oh, vielleicht brauchst du eine Werkbank dafür. Ah, siehst du, ich habe schon so lange nicht mehr gebaut. Ich weiß Guck gar nicht. Guck doch erstmal bei den Tallen. Hatte ich gerade vor, bis du dazwischen gequatscht hast. Ich bewerf dich gleich mit einem Spermium. Ey, behalte eine Kuscheltiere für dich da. Sonst kommt Leim rübergeschmissen. Bär. Da waren mal 250 Gramm drin. Es sind bestimmt nur noch die Hälfte drin, aber die tut bestimmt mehr weh als dein Plüschtier. Ansonsten habe ich hier noch einen Seitenschneider oder ein paar Pinsel. Ich habe ein altes Smartphone. Oh, das ist Hardcore. Warte mal, habe ich was Härteres? Ich guck gerade mal. Ah, ich habe noch unten hier im Schrank eine Nietenzange. Ich hätte ein Ladekabel von einem Notebook. Oh, die tun. Das könnte ich wie eine Peitsche verwenden. Ah, hier, guck an, dieses Ding hier, ne? Das tut echt weh. Oh, das sieht wirklich fies aus. Das sieht böse aus. Das sieht so aus, als ob es eigentlich an den Arbeitsplatz eines
Zahnarztes gehören würde. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab's mal irgendwie mir mal... Ja. Es geht übrigens um eine Lochzange, oder? Ist das eine Lochzange? Ist eine Lochzange, ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich überhaupt wollte. Ein Tierpferch! Tierpferch, ja! So leicht kann man mich ablenken, verdammte Axt. Oh, ich könnte noch hier, andere Sattel bauen. Ist ja Hammer. Bringen uns die Sattel irgendwas? Also in dem Sinne von länger Ausdauer und nein, so? Nein, ich glaube nicht. Muss ich gleich mal gucken. Ich suche erstmal die Tierpferde, das ist erstmal wichtiger. Bevor ich hier wieder Trankmacher gibt es ja auch. Haben wir das schon? Ja, bin ich. Bist du. Okay, du bist unser Trankmacher. Tresor haben wir auch. Könnte man, brauchen wir es? So, Bier, Bändiger heißt das. Bin ich der Meinung. Meisterbändiger. Ach, Zimmermann. Werkbank eines Zimmermanns. Da war ich auch schon auf dem Weg. Guck an, hier da. Da hatte ich schon angepeilt. Na, siehste. Er hat mir eine Kerze draufgestellt. Keine Ahnung. Das kannst du gewesen sein. Ich stelle nicht so viel. Nee, Kerzen stelle ich immer nur mein Tempelchen auf. Aber nicht, gepanzerter Tierpferch. Was kann der so gut? Für gefährliche Tiere. Brechen die sonst aus? Wir haben euch den einfachsten Tierpferch aufgestellt. Es gibt aber davon auch irgendwie verstärkte Versionen. Warum auch immer. Brauchen wir noch Leuchtschleim? Glaube ich nicht. Ich kann ja mal nachgucken. Wenn ich hier eh gerade daneben stehe. Oh, 170 haben wir nur noch. Dann bringen wir mit. Bin ja, weil ich tauche hier gerade und hier ist gerade so ein bisschen Leuchtschleim. Ich würde sagen, wir haben den einfachen gebaut. Lass uns doch mal den gepanzerten bauen. Da gibt's auch mal gehärtete Ziegel. Das ist natürlich... Haben wir nicht. Aber ich glaube, wir haben aber, glaube ich, noch relativ viel gehärtete Steine oder so. Die sind im Feuerschalenkessel. Der hat nicht genug Inventar. Feuerschalenkessel ist doch das Ding hier. Das müssten so gelbliche Steine sein. Hier nicht, wenn das hier Feuerschalenkessel ist, ja. Vielleicht auch in einer der Truhe, keine Ahnung. Aber ich habe, meine ich, gehärtete Ziegel irgendwo mal. Ah, gemacht. Hier sind noch 255. Wie viel brauche ich? Ich glaube ein bisschen mehr, ne? Dafür brauchen wir wieder diese scheiß chemische Kacksubstanz, ne? Nee. 75. Ach, das haben wir doch locker da. Richtig, dann brauchen wir noch was. Nicht genug Platz, dann gib mir deine Kerze hier, dann hast du Platz. Meine Fresse, hier Eisenkopfpfeil, nehme ich auch mit, verballer ich. Boah, jetzt hast du Platz hier und gebe nicht offen Nüsse. So, Stahlverstärkung, kann man da bestimmt auch rumfliegen. Ja, ich glaube in der Werkbank des Schmiedes sind welche. Ja, 10 Stück, da muss man ein bisschen mehr machen. Okay. Das Ding wird ja groß sein. Stimmt. Ja, wer bei mir unten guckt, erkennt es vielleicht. Ich habe diese Tour tatsächlich jetzt schon mehr als einmal gemacht. Mittlerweile weiß ich, wo hier die Drohnen sind. Das habe ich immer mal so nebenbei so Minisitzungen für mich alleine gemacht. Gut, dass es immer noch nicht funktioniert, dass die Leute, dass die Tiere und unsere Sklaven irgendwelche Futterkrüge brauchen, ne? Das stimmt. Und sonst werden die uns ja schon längst weggekrepelt. Oh ja. Ah ja, wir hatten ja mal hier. Oh, das haben wir gar nicht weitergemacht. Was denn? Wir hatten mal für unsere
hier nur Silbermünzen gerade. Ach, oh, das ist echt shame. Shame, shame, shame. Oh, unser Friedhof da. Ja, haben wir nicht weitergearbeitet. Scheiße. Es sind mehrere Leute gestorben und wir haben da nichts aufge... Das ist echt, das geht nicht. Wer ist denn alles noch gestorben? Wisst ihr noch, wer alles gestorben ist? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir nächste Folge nämlich noch hier ein paar Gedenken. Also, ja, ich hab's, wir haben ja echt... die Blumentöpfe, für die haben wir ja schon aufgestellt. Wir müssten nur die Namen noch dran schreiben, ne? Ja, wir haben bisher nur einen. Also mit Kerze davor. Das sieht so richtig gut aus. Mit Schild und Kerze. Ja, also die Blumentöpfe habe ich tatsächlich immer aufgestellt für die Verstorbenen. Aber ich habe leider nicht notiert, wer da gestorben ist. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade so ein bisschen... ich habe keinen Alkohol bisher getrunken. Ich habe jetzt so richtig Bock auf Bier, aber wir haben keins zu Hause. Ich habe eine Pizza gegessen. Ich bin proppensatt. Aber irgendwie habe ich mir noch ein, zwei leckere Sachen reingepackt. Aber ich war proppensatt und ich quille quasi über. Box mir in den Bauch und es kommt oben wieder raus. Oh. Box den bitte nicht in den Bauch. Nee, mache ich auch. Kann ich auch schlecht. Egal. Ich habe echt Bock auf Bier. Ich glaube, wir haben noch Wein und Whisky. Ja, Whisky ist... Met haben wir auch noch. Aber so eine Flasche Met alleine, wenn man die aufmacht, muss man schon wegtrinken. Ja, auch zu zweit ist eine Flasche Met viel. Ja. Wir sind alt. Und ich glaube, ein Wein, eine halbe Flasche, ich glaube, das schaffe ich nicht. Haben wir echt noch Wein? Stimmt. Das dauert lange. Was ist denn das Ding nochmal? Zur Verarbeitung, aber hier für die Mauererweiterung nehme ich einfach hier ganz normale Steine. Da wir eh nicht angegriffen werden. Das Ding ist riesig. Ich glaube, das wird einfach eine reine Quatschfolge. Total. hatten wir aber schon lange nicht. Bisher gucke ich eigentlich nur und... Ja, komm. Hatten wir schon lange nicht mehr, ist richtig. Na, also so quatschen und bauen haben wir tatsächlich schon lange nicht mehr. Nee, das ist eigentlich auch, eigentlich... Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm, dass wir das jetzt mal wieder machen. Das ist ja auch eigentlich der Sinn des Spiels, oder? Also, das Bauen zumindest. Ja. Ich gebe mir meine Steine wieder. Die sind immer zwischen gelagert. Dann brauche ich eigentlich gar nicht den Nein-Nein. Nö, eigentlich nicht. Also wenn du was farmen gehen willst, kannst du ja unser Kamel mitnehmen. Das habe ich vor. Ich könnte jetzt auch einen Sattel vielleicht bauen, aber ich habe ja gerade keine Lust. Aber ich weiß nicht, ob man auf dem Kamel reiten kann. Also ich fände es cool, wenn man auf dem Kamel reiten könnte, aber ich glaube, das geht nicht. Wäre authentisch. Ja. So. Oh, Kamelo, komm mal her. Wir haben noch keinen Namen fürs Kamel. Ja, vielleicht fällt mir noch einer ein. Ja, oder ihr schickt uns wieder Namensvorschläge in die Kommentare für unser Kamel. Sonst heißt er einfach Punch. Punch? Oder ja. Conan hat ihn doch einen umgeboxt. Ja, stimmt, ja. Push! Oh! So, dann brauchen wir noch ein bisschen Holz, ein bisschen Stein und dann geht das gleich los. So, das wäre es hier erstmal mit dem Schiffspack. Lässt sich auch halbwegs gut sehen, was ich gefunden habe. Erhöhte Belastung? Ach so, weil ich schon so viel trage. Ne? Die stellen sich immer an. Erhöhte Belastung. Ich bin immer noch geistig beim Teleporter. Weißt du, wie geil es wäre,
Weißt du, ich weiß nicht, wo ihr arbeitet, ne? Aber wenn ich jetzt so überlege, quasi, oder man geht auf ein Konzert oder beim Fußball oder Co., da gibt es halt immer diese Klos, die massig von Leuten benutzt werden und in Diskotheken. Und die sind ja meistens voll bepisst und voll geschissen. Mit einem Teleporter? Oh, man könnte zu Hause scheißen. Genau, der perfekte Heimscheißer. Geile Sache. Nie wieder auf diesen hässlichen öffentlichen Toiletten. Und die Firmen würden Platz sparen in den Büroflächen, weil die brauchen ja keine Klos dann mehr verbauen, weil jeder dann zu Hause scheißt. Und sie müssten auch rein theoretisch keine Getränke zur Verfügung stellen, weil du kannst ja kurz nach Hause beamen und dir deinen Kaffee zu Hause machen. Nö, irgendwas sollen die schon bezahlen. Ich denke halt wie ein BWLer. Ja, klar. An der Stelle schon. Ja, gut, das könnte man auch. Das wäre aber schon trotzdem schön. Und dann mittags immer zu Hause essen. Dann macht die Mathilde immer Essen. Dann kommt der Heinrich, der Teleporter. Wie sie mich gerade anguckt. Ja, aber ich find's gut. Ja, das glaube ich dir, dass du es gut findest, wenn du nach Hause kommst und gekocht wirst. Ja, und vorher musst du noch einkaufen. Und das machst du auch mit dem Teleporter. Einfach dann bei Aldi, Rewe, Lidl, und wie sie alle heißen, teleportierst du einfach hin und zack, fertig. Wenn du hinterher die Küche aufräumst, dann bekoche ich dich auch. Deal. Ich kaufe einfach Plastikbesteck und das schmeiße ich in den Teleporter und pack das einfach ins EU-Parlament. Das kannst du einfach dahin teleportieren. Nee, das kannst du knicken. Das macht Mathilde nicht mit. Kein Plastikbesteck. Ja. Und man kann in Plastiktöpfen nicht kochen. Aber was sind's denn? Ja, Plastiktöpfe, okay, scheiße. Und ich muss das ja auch alles irgendwie zubereiten. Es geht ja nicht nur ums Essen. Die Teller, die man beim Essen braucht, machen den wenigsten Abwasch. Aber jetzt mal am Überlegen. So, hier, bei, es gibt bestimmt beim 1-Euro-Shop oder so bestimmt Teller, die einmal verwenden und wegteleportieren. Okay, nicht lustig. Ich find's lustig. Nein. Ich habe einen eigenen Humor. Ja, und den finde ich nicht immer lustig. Und den Müll, den könnte man direkt zur Deponie gleich teleportieren. Wie geil. Du brauchst die ganzen Müllmänner nicht mehr. Hast gleich Jobs gespart. BWL-Sicht. Du brauchst kein Müllfahrzeug mehr. Gleich Richtung Mülldeponie. Zack, weg. Das wäre alles einfacher. Fliegen braucht auch. Du könntest auch mal ohne größere Probleme Urlaub wo machen. Nee, das geht sogar rasend schnell. Du kannst ein richtig geiles Wochenende Urlaub machen. Ja, Antarktis. Geil. Zack, ich bin da. Oder Mond. Zack, ich bin da. Hauptsache, jemand fliegt hin und packt einen Teleporter hin. Und Hauptsache, du vergisst den Sauerstoff nicht zu Hause. Ja, Elon Musk und Co., die werden da schon was vorrätig haben. Wenn nicht, können sie ja mit dem Teleporter nachschicken. Aber müssen sich beeilen. Ohne Sauerstoff halte ich nicht lange aus. Das glaube ich aber auch. Dann gucken wir mal, ob wir dem Heinrich eine neue Tauchermaske besorgen können. Ja, Und hier bin ich denn. Ah, ich bin falsch gelaufen gerade hoch. Da ist so ein Dort Schuhschnade. Blick gerade. Ach, auf der anderen Seite war ja auch noch was. Ey, Feigling, bleib hier! Bleib hier, du Feigling! Aber einen Nachteil hätten die Teleporter. Ich wollte mal ausprobieren. Ich habe nämlich unseren Ymir-Tempel ein bisschen befeuert. Welche Tempel? Ich will mal die Eispfeile ausprobieren. Ymir. Aha, ja. Das ist der Eisgott. Ja, das habe ich ja vorhin gesehen. Und ich habe Eispfeile gemacht. Die Eispfeile ausprobieren. Oh. Wie viel Schaden machen die gegenüber die Eisenkopfpfeile oder so? Kann ich gerade nicht gucken, bin im Kampf. Ich hatte die Hoffnung, dass sie vielleicht die Gegner so ein bisschen einfrieren oder so. Das wäre super. So, aber nicht. Glaube ich aber nicht dran, ja. So Elementarschäden fand ich im Fantasy-Bereich immer interessant. Ach, wie hieß das eine Spiel, wo du da irgendwelche Fässer kaputt machen konntest mit Öl und dann einen Feuerpfeil drauf und hast was entfacht. Feuer entfacht, so. Feuer gemacht, fand ich ganz gut.
Aber sowas haben wir hier nicht. Nicht in diesem Spiel. Aber Conan kann auch nicht alles haben. Nee, was ich sagen wollte, wenn alle Teleporter nutzen, dann brauchst du ja keine Autos mehr. Richtig, mehr Platz auf den Straßen. Ja, wir können die Straßen neu umbauen. Für Radwege, weil es gibt ja Leute, die wollen sich bewegen. Also nicht ich, aber andere. Radwege und vielleicht auch so mehr Bäume. Ja. Na, dann sind die Innenstädte wieder etwas grüner. Wieso red ich so bescheuert? Weiß ich nicht. Ich auch nicht, aber ich fürchte, ich habe keine Tauchermaske für dich bekommen. Hat er nicht da gehabt, der Typ? War nicht da, der Typ. Ach, naja, gut, dann. Gut, dass ich nicht mitgekommen bin. Jupp. Das wäre nur enttäuschend gewesen. Jupp. Nee, und unsere Autoindustrie, die müsste sich ja auch umstellen, ne? Aber das Gute ist, wenn ich jetzt hier wieder bin, habe ich wieder seltene Gewürze bekommen. Ich meine, bei dem großen Schiff gab es ja auch noch irgendwie die ein oder andere Truhe. Ich guck noch mal. Welcher Dungeon war das, bevor wir da dieses... Ah. Nicht den letzten, sondern davor. Da gab es ja auch so viele Truhen. Stimmt, das war unter der Taverne. Ja, der war eigentlich richtig gut. Also der war cool. Da wollten wir, hatten wir ja sowieso überlegt, dass wir nochmal in den Rhein gehen, weil das ja der einzige Ort ist, wo es dieses besondere Metall gibt. Aber wie gesagt, ich glaube, da hatten wir auch noch viel Gold bekommen. Ja, da stimmt, da war auch noch eine ganze Menge Gold. Durch Kamel. Kann man das Kamel umboxen? Versuch's doch. Du kannst ja mit ihm in die Taverne gehen und Conan sagen, box mal das Kamel um. Hm. Also ich kann es selber boxen, aber nicht ins Gesicht. Bist du zu klein? Ja. Hm. Der stirbt nicht, oder der kippt nicht um mit einem Schlag. Oh. Hey, Kamel! Ach so, ich habe meine komische Waffe in der Hand. Das ist keine Waffe, es ist einfach nur was zum Holz und Stein abbauen. Kamel! Folge mir! Los, Kamel, sonst stirbst du! Ich kann kein totes Kamel gebrauchen, du trägst mein ganzes Stein. Nee, du hast es ja erst gekauft. Alter, dafür stirbt ihr. Kamel ist gestorben. Jetzt ernsthaft? Ja, weil ich hier meine Hackaxt draußen hatte, weil ich an der Stadtmauer hier die Bäume weggeballert habe. Haben sie den dann angegriffen? Hat Kamel Gold oder Silber gekostet? Silber, aber... Okay, der hat jetzt mal ein ganzes Zeug. Und die greifen mich doch gleich an, oder? Eigentlich müsste ich Rache nehmen. Ja, dann hol dir irgendeinen anderen Begleiter. Die greifen mich nicht an. Oh. Fast 3000 Steine, ihr Wichser. Alles meine Schuld. Kamel wollte mich nur verteidigen. Wir haben nicht mal einen Namen für Kamel. Also wir brauchen schon mal ein Brett für Kamel. Schreibe ich mir auf. Mach mal. Kann Mathilde ein schönes Schild machen. Schild. Für Kamel. Welche Pflanze möchtest du für Kamel haben? Ein Kaktus. Ich weiß nicht, ob es Kakteen gibt. Irgendwas, was in der Wüste wächst. Wüstenbeeren. Scheiß Verein hier. Komm, ich nehme das Pferdchen jetzt. Hast du Epona letztes Mal beladen? Entladen? Ich meine ja. Weil ich... Aber ich übernehme keine Garantie. Ach, dann wird die voll sein. Hast du noch Silber gefunden unterwegs? Nur 44 Münzen und 2 Barren. Und dann kannst du ja dann nochmal 1-2 Kamele kaufen. Muss ich da ja noch hinreiten. Aber ich wollte ja sowieso Steinnaseneier kaufen, von daher. Ich
gucke hier gerade noch, ob es hier noch Truhen gab, weil ich meine, hier uns wurde gesagt, dass hier Truhen wären, aber ich finde die irgendwie nicht. Ja, jetzt würde ich gerne mein Kamel nochmal killen, aber da fühlen sich die Leute wahrscheinlich auch gleich wieder angegriffen. Das ist nur ein Abhäutemesser. Ich habe hier keine Waffe, es ist ein Abhäutemesser. Ich habe nur ein Kamelkadaver. Ich habe hier nur ein Abhäutemesser. Es ist keine Waffe. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich glaube, wir haben es verstanden. Ich weiß zwar nicht, ob die es verstanden haben, aber wir haben es verstanden. Dann ist gut. Ich habe ein Kamelkadaver. Was kann ich damit machen? Der Kadaver eines Kamels. Begleiter. Tot. Verschwindet in 167 Stunden oder Tagen. Komposthaufen? Wo? Ich liege ihn zu lange. Bevor er, solange er kein Grab hat, wird er davor hingelegt. Naja, dann gehe ich mal meine Seetjungs begrüßen. Mach mal. Die haben bestimmt was in der Truhe. Mal gucken, was die so gesammelt haben. Ah, Rasiermesserpfeil, eine Kerze, Stein, nehme ich auch. Brauchst du noch Öl? Nee. Nee. Kein Gold. Also ich bin enttäuscht von euch, seht Brüder. Schafft mehr ran. Sieht zu. Kann man die Fackeln wieder abbauen? Nee, ne? Doch. Ah, gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 sagt Heinrich. Gut, gut, gut. Gotti, gut. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber mir ist aufgefallen, wir haben keine Fritz-Cola mehr. Verdammt. Und ich war heute einkaufen. Ja, ich habe auch nicht dran gedacht. Hätte ich beim Getränkemarkt vorbeischauen können. Ja. Warst da ja in der Ecke, ne? Mhm. Für Plüschmusch unterwegs. Mhm. Weil wir haben extra das Fenster zugemacht. Einfach nur damit, damit ihr die Straße nicht hört, falls was auf der Straße langfahren sollte. Aber wenn ja, ist es sehr laut. Und ich habe immer Angst, dass es auf den Aufnahmen mit dabei ist. Das ist natürlich immer schade. Was hat das jetzt mit der Cola zu tun? Ja, es ist warm. Ach so. Ne? Es ist warm, ich habe Durst. Ich habe hier nur Kackwasser, das schon warm ist. Warmes Kackwasser. Hätte jetzt so gerne Bock auf ein Bier oder Fritz. Wir haben noch Ginger Ale. Oh, dann kippe ich mal das Kackwasser weg. So, ich habe schon was geleistet hier, ne? Guck dir. Ich habe hier was geleistet. Ich habe schon zwei Mauern kaputt gemacht. Ich sehe gerade, wir haben in unserer Dschungelbasis noch fast 5000 Steine. Ja, da liegt's gut. Soll ich da was mitbringen? Ja, gern. Dann hat sich jetzt. Bring ich mal so 2000 Steine mit, ne? Hätte ich jetzt gar nicht mal ein bisschen rumlaufen brauchen. Ist das Kamel umsonst gestorben? Aber hey, egal. Oh, hier ist noch ein abgesplittertes Geißelsteinfragment. Wieso ist das hier? Dann habe ich wahrscheinlich mal kassiert und einfach reingeworfen. Wenn ich nicht brauche, haue ich es erstmal in die Truhe. Ja, so sehen die Truhe auch aus. Hier sind auch noch 170 Schlangenpfeile. Hier sind deine wahrscheinlich. Ich bin mal kurz AFK. Ich würde auch ein Glas nehmen. Wie gut, dass Leto hier nicht mehr so viel drin hat.
Ja, ich habe Leto mal entleert. Bla 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 bla. Juhu, Heinrich bringt mir ein Glas. Wenn ihr Cola trinkt, dann schreibt mal in die Kommentare, von welchen Hersteller. Also interessieren. Heinrich schenkt mir Trinken ein. Das macht er ganz langsam und bedächtig. Dankeschön. Ginger Ale musst du auch langsam einkippen, weil sonst schäumt das wie Otze und du musst dann wieder 5 Minuten warten, bis dieser ganze Schaum weg ist. Lecker. Oder Sprudelgedöns. Falls ich huste, dann habe ich eingeatmet, dann wisst ihr Bescheid. Ist ja dunkel geworden. Ja, das kommt ja was. So lange war ich jetzt aber auch nicht weg. So kann ich gar nicht arbeiten in der Dunkelheit, verdammt. Nachtsicht. Es ist Tag. Nein, es ist Nacht. Mit Nachtsicht. So. Immerhin, den Goldmünzen, die ich jetzt gesammelt habe, kann ich, Achtung, 4 Goldnasen kaufen. Bam, 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 bam. Amazing. Unbelievable. Ist ja wohl ein Hammer. Ah, oh, da steht ja wohl ein Pferd im Flur oder in der Tür. Wieso steht denn das da? Pona. So. Man kann bestimmt... Wie viel Platz muss ich dafür... Oh, scheiße. Ich finde, man kann das immer so gut übersehen, wenn man was baut. Boah, Kacke, ey. Ist das riesig. Scheiße. Oh. Ich brauche ja auch noch diese... Ach du Scheiße. Ja, das dachte ich mir auch. Ist es vielleicht leichter, wenn du dich auf die Mauer stellst? Nee. Idee. Ja, dann sehe ich weit weg. Ich würde sehr gerne gucken... Ich würde es ja am liebsten über die Ecke packen, um zu sehen... Das ist ja... Alter, das ist ja gigantomanisch. Richtig. Meine Idee war, falls ich das vergessen habe zu erläutern, ist, das Ding hier hinzusetzen, wo jetzt diese Ecke ist, und diese Ecke zu erweitern. Mit Mauern. Weißt du? Hm. Ich weiß nicht, wie man diese Eckdinger nennt bei den alten Burgen. Also nicht aus dem Mittelalter, aber dann so... wo sie schon Musketen und so hatten. Mhm. Hat man ja so verschiedene Ecken in die Mauer gemacht, damit du die Gegner von der Seite nehmen kannst. Wehrtürme? Nein, Wehrtürme sind die nicht. Das wäre Mauern vielleicht, aber... Ich glaube, die haben auch bestimmt einen speziellen Namen, aber das war es nicht. Das Ding ist viel zu groß. Aber meine Steine packe ich in meine Truhe, ne? Falls du ja, ich habe genug. Ich mach's trotzdem. Ich wollte nur Bescheid sagen für den... Ich reiß das hier ab, ist mir Wumpe. Habe ich was zu tun? Ach, Plötze ist ja noch da hinten. Wo? Warte mal kurz. Ich guck mal kurz, wie lange die Aufnahme steht. Wir haben noch. Wir sind bei 39 Minuten. Also es ist gerade dunkel. Weil wir können ja dann... 1, 2, 3, 4. Ich raus. Das erstmal ab hier. Kommst du runter, Pferdchen? Weil dann... Ich habe erst... überlegt, ob ich da hinreite, aber wenn da Plötze noch in der Ecke ist, dann bin ich immer, wenn ich da zu Fuß hinlaufe und Plötze mitbringe. Dann können wir ruhig einen Break machen, dann kannst du da zu Fuß hinlaufen und dann... Hey! Mein Pferd ist mir nicht hold. Ja, dann sag dem Pferd doch, dass es stehen bleiben soll. Ja, bleib doch mal stehen. Okay, Break. Oder ja, mach mal einen Break. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüssi. Ciao.